Balkon. Es ist ja jetzt hier Frühling, voll noch im Sonntags-K.O. sein, wie ihr seht. Und dann warten wir mal bis auf die ersten Leute, bis sie reinkommen. Heute werden einfach speziell nochmal Fragen und Antworten von euch ausgefüllt. Da kommen die ersten rein. Habe ich meinen Kaffee verkippt. Egal. So. Okay. Gucken wir mal. Ja, kommen wir die ersten. Und zwar machen wir heute nur eine kurze Frage-Antwort-Runde. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt zu ein paar Videos oder zum Livestream oder zu irgendwelchen anderen Sachen, dann stellt die ruhig heute einfach mal rein. Vielleicht auch zu eurer Kinderarbeit, vielleicht seid ihr irgendwo gerade am Feststecken oder beziehungsweise kommt gerade nicht voran. Dann könnt ihr heute ganz normal die Frage stellen. Ich habe jetzt leider kein Thema vorbereitet für diesen Livestream, weil ich jetzt gerade in der Klausurphase bin und nicht so viel Zeit habe, parallel mich jetzt noch mit anderen Sachen so zu beschäftigen. Also jetzt, wenn mein Fokus immer in den Klausurphasen auf dem Lernstoff liegt und dann, ja, ist nicht, in der Zeit nicht so viel Inspiration da. Aber wenn ihr jetzt Fragen habt, dann stellt sie doch gerne mal jetzt. 10 Leute sind wir schon hier. Wie gesagt, Frühlingswetter kann man hier gut genießen. Wahrscheinlich werden demnächst ein paar Livestreams, wo wir auf den Balkon kommen, vor dem Sommer. So, die ersten. Kerstin sagt Hallo, ja, hallo zurück. Wie gesagt, heute hier Sonntagsstimmung und Sonntagswetter. CR23 fragt, wie stellt man negative Gedanken ab? Die Sache ist, also dass es mehrere Möglichkeiten gibt, sich diese Gedanken anzuschauen. Also ich fange mal an von der Wurzel. Also die Wurzel von negativen Gedanken ist immer ein inneres Kind. Das heißt, du hast ein inneres Kind, welches eine Verletzung hat. Und da empfehle ich dir, innere Kindarbeit zu machen. Und diese negativen Gedanken sind nichts anderes als sozusagen der Baum, der aus den Wurzeln herauswächst. Das heißt, wenn du kaputte Wurzeln hast, schlechte, in Anführungsstrichen, Wurzeln, die du dich nicht gepflegt hast, dann wird auch der Baum dementsprechend nicht so gut hochwachsen. Und du kannst auf mehreren Ebenen arbeiten. Ich empfehle dir erst innere Kindarbeit zu machen, damit gehst du an die Wurzel dran. Dann überarbeite mal deine Ernährung, denn nicht nur innere Arbeit ist wichtig, sondern auch äußere Arbeit sozusagen. Also Ernährung beachten, gucken, dass du dich gesund ernährst, dass du vielleicht ein bisschen Fleisch reduzierst, wenn du Bock hast, wenn du es möchtest. Alkohol weglässt, Drogen weglässt, Zigaretten weglässt, was auch immer. Und dann parallel anfängst, ein Erfolgstagebuch zu schreiben. Das heißt, dass du dir am Tag immer abends vorm Schlafen gehen 5 Sachen aufschreibst, die gut gelaufen sind. Und das kannst du morgens und abends machen. Am besten empfehle ich immer, dass ihr morgens die ersten 3 Stunden, abends die letzten 3 Stunden oder 2 Stunden nutzt für eure Entwicklung, weil dort die am meisten abspeichert. Also du kannst positive Affirmationen dir aufschreiben und gleichzeitig innere Kindarbeit machen. Also das ist genau das, wie du negative Gedanken abstellen kannst. Horus C sagt, weißt du, wo ich gerade bin? Im Zug nach Hamburg und ich habe Internet. Ja, super cool. Finde ich super, dass du extra noch im Zug hier das reinschaust. Aber wie gesagt, heute gibt es nicht so viel Content hier, sondern eher nur Frage-Antwort-Runde. Ja, das sind wir Glocken im Hintergrund. Ja, dann stellt auf jeden Fall nochmal eure Fragen. Falls ihr noch irgendwas habt, dann gerne jetzt rein damit. Ich bin gerade, positiv, wo bist du? Ich bin gerade bei mir auf dem Balkon. Das werden wir jetzt wahrscheinlich jetzt, wenn es Frühling wird, rosten die Spatzen ja auch aus. Frühling und Sommer wird dann eher auch hier am Balkon sein, also echt ein bisschen entspannter.
Meine ersten YouTube-Videos habe ich auch hier auf dem Balkon gedreht, von daher ist das so ein Back-to-the-Roots-Ding, kann man vielleicht sagen. Genau. Ja, ich gucke gerade nochmal rein, ob irgendwelche Fragen gekommen sind. Also auf jeden Fall heute 16 Leute im Livestream, finde ich cool. Jetzt haben wir mal bei 30, das Doppelte. Genau. Ja, habt ihr noch Fragen? Dann stellt sie bitte jetzt. Zu irgendwelchen Themen. Vielleicht habt ihr irgendwo noch Schwierigkeiten oder irgendwelche irgendwie Fragen. OSC gefragt, was begeistert dich eigentlich? Oh je, ist eine gute Frage. Also mich begeistert eigentlich sehr vieles. Ich finde, also was ich toll finde, ist halt Lesen, Austausch, tiefe Gespräche. Und letztendlich finde ich, dass man in jedem Bereich irgendwie etwas rausfinden kann, was einen irgendwie Spaß macht, beziehungsweise was toll ist. Also ich sehe das immer so ein bisschen an wie so ein Kind, dass ich immer wie so ein Kind bin und dann so diese Neugier habe und dann immer gucke, aus welchem Bereich, was kann ich sozusagen daraus lernen, was kann ich für mich daraus ziehen, was mich weiterbringt und ja, das würde ich sagen. Also ich würde sagen, ich gucke mir immer alles an, weil man in jeder Sache irgendwie eine Praline rausziehen kann. Ja, das würde ich so, also das sind so die Sachen, wie ich es gerade zur Zeit alles so mache. Genau. LED sagt yay, hello. Hello zurück. Jetzt sind wir schon 20 Leute. Die erst gerade reingekommen sind. Heute gibt es kein Thema, sondern eigentlich nur Fragen. Ich guck mal ganz kurz. Kerstin fragt, kannst du was zu Mobbing sagen, beziehungsweise wie man sich am besten vor manipulativen Taktiken schützen kann, vor allem wenn die eigenen Ängste triggert. Ja, wenn du gemobbt wirst oder quasi in so einer Mobbing-Sache drin steckst, dann kannst du dir auch immer vor Augen führen, dass du gerade in, kennst du das Drama-Fünfeck, was ich immer sage wahrscheinlich, und dort bist du dann in der Rolle des Opfers und dahinter steckt eigentlich dein innerstes Kind steckt dahinter, was sich total klein und verlassen fühlt. Und wichtig ist, sich abzugrenzen, dann in die Stille zu gehen und dann zu gucken, okay, warum spiegel ich gerade anderen Leuten so einen kleinen inneren verlassenen Anteil. Weil diese Leute greifen dich halt nur an oder mobben dich halt nur, weil sie sehen, dass du gerade deinen kindlichen Anteil gerade hier draußen hast. Wenn du es einen Erwachsenenanteil hast, dann würden die sagen, oh, das geht ja nicht. Sondern die sehen diesen kleinen verlassenen Anteil in dir, weil das strahlt irgendwie aus. Man kennt auch hier, ne, Gesetz der Anziehung. Und da entsteht diese Dynamik, dass diese Leute diesen kindlichen Anteil in sich selber nicht, also du spiegelst sozusagen den Leuten ihren kleinen Anteil, den sie selber nicht wahrhaben wollen, den probieren sie dann im Außen runterzumachen, weil sie das in sich selber spüren und nicht sehen wollen. Und das ist wichtig, wenn du das auflöst, wenn du diese Verlassenheitsgefühle bzw. Hilflosigkeitsgefühle steckt dahinter, Kleinheit, also ich würde sogar mal gucken, guck mal nach Schamgefühlen, dass du dich vielleicht schämst oder so, oder dein inneres Kind sich schämt. Und wenn du das auflöst mit inneren Kindarbeit, dann wird auch im Außen die Mauer verschwinden. Also erstmal abgrenzen, zurückziehen, dann gucken, okay, was hat das mit mir zu tun? So würde ich das machen. Als Schröder sagt, hey Rafa, möchtest du mal etwas ohne Vorbereitung aus der Hüfte schießen zum Thema Aufschieberitis? Aufschieberitis, also wenn ihr prokrastiniert oder Sachen aufschiebt, das könnt ihr natürlich machen, indem ihr Routinen macht. Das heißt, ihr setzt euch feste Uhrzeiten. Das wäre jetzt so die äußere Möglichkeit, also zu sagen, ey, um 15 Uhr mache ich mal das. Oder ich arbeite immer einen 1,5-Stunden-Rhythmus, mache 1,5 Stunden eine Arbeit, mache dann 15 Minuten Pause. Und genau, macht dann 15 Minuten Pause. Und was dahinter steckt beim innersten Kind ist, wenn das innere Kind, das innere Kind bei Aufschieberitis dafür stehen kann für Schamgefühle, vielleicht ich schaffe das nicht, ich bin nicht gut genug dafür, ne, so Anteile, die so ein bisschen selbst, ich sag mal anverstrichen, selbstsabotierend sind. Obwohl die nicht selbst sabotieren sind, weil die nur Angst haben. Das heißt, im Außen durch Routinen das erstmal sozusagen anfangen und dann im Innersten reingeht mit innere Kindarbeit, Schamgefühle angucken, vielleicht Schuldgefühle. Vielleicht erlaubst du dir gewisse Erfolge nicht oder gewisse Sachen. Und genau. Also ich sage, außen und innen anschauen und dann auf beiden Ebenen ansetzen. Das würde ich jetzt sagen. HSC, Daumen hoch zurück. Rainbrain fragt, stehen kalte Füße für unbewusstes Leben. Krass, wie was? Das weiß ich nicht. Kalte Füße können auch für niedrigen Blutdruck, glaube ich, stehen. Also, ich würde das jetzt gar nicht so, so stark vielleicht esoterisieren. Und, deswegen einfach entspannt sein. Also,
kann alles sein. Was ich immer denke, wenn ich mal kalte Füße habe, dann erde ich mich immer. Also dann gucke ich immer, okay, wie kann ich mich erden? Guck dir mal das Video an in meinem, auf meinem YouTube-Channel zum Thema Erdung. Das wird dir bestimmt weiterhelfen. Killer Entertainment, geiler Name. Geht toxischer Liebeskummer, wie er gekommen ist? Ich habe das Gefühl bei mir gerade. Also wie er gekommen ist, er kommt ja meistens immer rasant, beziehungsweise krass. Und toxischer Liebeskummer kann auf jeden Fall eine Zeit lang andauern. Also das hängt auch immer ein bisschen davon ab, wie du mit deiner inneren Kindarbeit vorangehst und ob du Kontakt zu deinem toxischen Partner hast. Deswegen, was Christian Hemschenmeier auch empfiehlt und was ich auch empfehlen würde, ist kein Kontakt zum toxischen Partner, zum Ex-Partner, weil ihr euch energetisch, gedanklich, körperlich ja ein bisschen davon abgrenzen müsst. Alle Sachen wegschmeißen. Am besten, dass ihr jede Verbindung, jede energetische Reinigung und Verbindung einfach abtrennt. Und genau, also würde ich das machen. Und ja, es kann auf jeden Fall, also ich sag mal so eine toxische Liebeskummer, beziehungsweise es kann, je nachdem, wie du halt voranschreitest. Ich schätze mal, als Faustregel kann man sagen, das ist hier ein Flieger, ich hoffe, man hört mich. Helikopter. Kann man sagen, ungefähr 3 bis 6 Monate, höchstens bis zum ein Jahr bis anderthalb Jahren. Also es hängt echt davon ab, wie schnell du innere Kindarbeit machst, beziehungsweise wie, ob du deine Heilung an erste Stelle setzt oder dich an erste Stelle setzt. Und das hängt eigentlich alles von dir ab. Und ich kann nur sagen, mach das jeden Tag abends 2 Stunden lang. Das ist so meine Faustregel. Zähneputzen macht ihr auch jeden Tag. Also hoffentlich im Duschen auch. Deswegen könnt ihr diese innere Reinigung auch jeden Tag machen. Dark Knight, wenn man jetzt nur noch an sich denkt und seinen Weg geht und Freunde dir vorwerfen, dass das jetzt total der Ego-Trip wäre, einfach drüber stehen. Ja, das ist nämlich genau die Sache. Ich sag mal so, wenn es wahre Freunde wären, würden sie sich für dich freuen, sag ich mal so in Anführungsstrichen. Und das liegt eigentlich daran, weil du die Bedürfnisse deiner Freunde nicht mehr erfüllst. Vielleicht hast du vorher irgendwie denen Energie gegeben oder Aufmerksamkeit oder irgendwas hast du für die erfüllt. Und jetzt, weil du jetzt an dich denkst, sagst, ey, ich hab keinen Bock mehr darauf, fangen die natürlich an, dir so ein bisschen Schuld einzupflanzen, sag ich mal in Anführungsstrichen. Also Schuldgefühle, deine Schuld anzutriggern. Ne? Zu sagen, ey, du bist nicht mehr für uns da, was soll das? Aber eigentlich ist jeder Mensch für sich selber verantwortlich. Und wenn ein Mensch selber in sich ruht, dann wird er sagen, hey, schade, dass es nicht mehr so ist, aber okay, dann lasse ich dich halt gehen, dann ist es halt so. Und Leute, die halt probieren, einen noch so zu halten und so sagen, du bist egoistisch, das liegt meistens daran, dass das vielleicht nochmal so narzisstische Tendenzen sind, wo die Leute probieren, dich irgendwie zu behalten. Also, würde ich jetzt so sagen, muss halt reingucken, wie es sich für dich anfühlt, ob du, gibt es eine ganz einfache Faustregel, hast du mehr Energie oder weniger Energie, wenn du mit den Leuten zusammen bist. Und wenn du weniger Energie hast, wenn du da rausgehst mit weniger Energie, dann würde ich das auf jeden Fall kappen. Joko sagt, guten Morgen. Ich merke immer mehr, dass mein Zwerg in mir nicht lernen akzeptieren will, dass seine, was ist GIS? Ich weiß nicht, was du mit GIS meinst. Nicht okay sind und er sich dadurch selbst verletzt. Hast du dazu noch einen Tipp? Vielleicht schreibst du mir ganz kurz auf, was du mit GIS meinst. Ja, die nächste Frage. CPT Delirium. Und wie will an das... Achso, Joko sagt Glaubenssatz. Also nochmal, Joko, guten Morgen, ich merke immer mehr, dass mein Zwerg in mir nicht lernen akzeptieren will, dass seine Glaubenssätze nicht okay sind, er sich dadurch selbst verletzt. Hast du einen Tipp dazu? Wenn das ein Kind sagt, hey, du bist nicht okay, weil du diese Glaubenssätze hast, dann gibst du, ist ja so eine Schuld, ne? Also musst du dir immer vorstellen, du sagst es zu einem Kind, du sagst, hey, diese Glaubenssätze, du hast, sind nicht okay. Und Liebe heißt ja erstmal annehmen, das heißt, auch mein Kleiner, wenn du diese Glaubenssätze hast, liebe ich dich trotzdem. Das ist immer das Wichtigste, sag ich mal, sozusagen bei der inneren Kindarbeit, zu sagen, hey, ich akzeptiere das, dass du auch diese Glaubenssätze hast, die nicht gut für dich sind und ich liebe dich auch, wenn du das hast. Und ich liebe dich nicht nur, wenn du gute Glaubenssätze hast. Das ist erstmal das Annehmen. Das Kind will sich immer, egal was es tut, angenommen werden. Also das ist ja Liebe, ne? Liebe heißt ja in dem Sinne, ich werde total angenommen. Und genau, das halt. Und dann guckst du halt, was fragst du mal, was das Bedürfnis ist, was brauchst du gerade, hey, was kann ich jetzt Gutes für dich tun, wie kann ich dir helfen, was brauchst du jetzt? Ich liebe dich auch, wenn du schlechte Glaubenssätze, oder wenn du Gedanken hast, die nicht gut tun. Wie kann ich dir dabei helfen, was ist dein Wunsch, was brauchst du? Das ist immer wichtig zu sehen und nicht das Kind abzuschneiden von etwas, denn wenn du merkst, dass du etwas abschneidest, bist du wieder nicht in der Liebe, sondern sagst, ey, das ist nur okay, wenn du gut denkst und wenn du schlecht denkst, dann liebe ich dich nicht mehr. Und das ist ja auch wieder, merkst du ja, an Bedingungen geknüpft. Ne? Und Liebe heißt ja, alles da sein lassen, erstmal akzeptieren und dann fragen,
was man tun kann. Also CPC Delirium nochmal, und wie will anders handeln, wenn der toxische Partner, der oder die, achso, wie will man handeln? Ja, da musst du halt gucken, ist ja wieder ein Helikopter hier, diesmal vom ADAC. Also wie man, jedenfalls verstehe ich die Frage jetzt so, wie man handeln will, wenn der Partner, der toxische Partner, die Nachbarin ist oder der Nachbar, musst du halt gucken, musst du halt schauen, ob du dich umziehst vielleicht, wenn das dich zu sehr belastet. Also das ist ja, musst du vorstellen, dein toxischer Partner oder jedenfalls diese Person ist für dich wie eine Droge, und wenn du nebenan, neben der Kneipe wohnst, wo du immer dir deinen Stoff geholt hast oder dein Bier, dann kann das dazu führen, dass du so Sucht, dass der Suchtdruck sogar schlimmer wird, beziehungsweise stärker. Und deswegen würde ich halt sagen, also ich würde es machen. Ich könnte nur sagen, was ich machen würde, das musst du selber wissen. Ich würde umziehen. Ganz einfach. Wenn es möglich ist, zieh um. Dann hast du so einen Cut, dann machst du nochmal so eine richtige Barriere. Rainbrain, hast du schon mal mit deinem dritten Auge Erfahrung gemacht, beziehungsweise allgemein etwas Übernatürliches miterlebt? Also ich denke mal so, dass es so solche Sachen wie Übernatürliches nicht gibt. Es gibt eigentlich nur Sachen, die sind neu. So, also es gibt nichts, was krass ist. Es gibt Sachen, die wissen wir, es gibt Sachen, die wir nicht wissen, es gibt Sachen, die, wo wir nicht denken, dass es die vielleicht so gibt. Aber letztendlich, wenn es etwas gibt, dann gibt es diese Sache, und dann ist es auch nichts Neues. Also, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was du meinst, ob du jetzt so paranormale Sachen meinst oder so. Also ich habe mich da mal eine Zeit lang mit beschäftigt und muss sagen, dass das eigentlich mich nicht weitergebracht hat. Also ihr müsst immer gucken, bringt euch das weiter? Es ist zwar schön, sich das anzugucken, oder so Verschwörungstheorien, das kann sich auch jeder angucken, kann sich jeder anschauen, was er möchte, was ihn interessiert, aber ich würde mir mal gucken, wenn es so dunkel ist, ne? Gucke ich mal die Thema zu der Dunkelheit an. Wenn das so dunkel ist, wenn das so mystisch ist, wenn ihr merkt, ihr kommt nicht so voran, ihr werdet so abgelenkt und so, dann, oh, ich weiß nicht, will ich mich damit nicht beschäftigen. Also, und auch immer wichtig, behaltet die Bodenständigkeit. Ne, weil viele Leute, die mit Spiritualität und Esoterik beschäftigen, die fangen an, in den Kopf zu gehen, kriegen dann so, denken dann, dass sie dann durch das Denken, durch ihr Bewusstsein Sachen bewegen können und so, und das ist schon, es ist, finde ich, zu sehr Ablenkung. Also bleibt wirklich bei den Basics, bei innere Kindarbeit. Wenn ihr merkt, dass es so aufgeblasen ist, dass es so Energie verschwendet, dass es nicht geerdet ist, dass es nicht klar und direkt ist, dann würde ich das immer wegschmeißen und sagen, oh. Wie gesagt, also für mich ist es nichts, weil ich denke mir, das bringt mich nicht weiter, das ist halt irgendwie schön und Ablenkung irgendwie, aber das ist nichts wirklich, was vom Boden aus passiert. Und wenn ihr Spiritualität euch anschaut, ist Spiritualität meines Erachtens immer vom Boden aus, weil, wenn ihr sowas an sowas glaubt wie Energie, dann fließt die Energie ja sozusagen durch den Boden, durch euch, durch in den Himmel und nicht indem ihr mit dem Kopf irgendwie da oben rumfliegt, wie so ein Heißluftballon. Deswegen, genau, würde ich das halt so deuten, also für mich, jetzt kannst du ja gucken, ob das auf dich wirkt, da kann natürlich jeder machen, was er möchte. Joko sagt nochmal, ist meine Kommunikation wohl nicht okay? Nee, es geht nicht um die Kommunikation, sondern es geht darum, dass du ein bisschen mehr in diese bedingungslose Liebe reingehst. Und das bedingungslose Liebe erstmal bedeutet, okay, Akzeptanz. Dass das, was ich gerade vor mir habe, erstmal so ist, wie es ist. Und dass ich sage, okay, ne, dieses Aufnehmen, Zulassen, Weglassen. Ne? Und genau, das würde ich halt... Also das ist halt so die Sache, dass du halt eher in diese bedingungslose Liebe reingehst und erstmal alles zulässt und dann guckst, was kann ich jetzt da meinem ersten Kind geben, und das löst sich dann auf jeden Fall auf. Dark Knight, kann es sein, dass es dem inneren Kind besser geht, ohne dass man es bewusst gesehen hat, ich spüre, dass es ihm besser geht, habe seit 3 Wochen nur noch mega gute Laune. Ja, perfekt, super, hört sich gut an, aber denk dran immer, dass du trotzdem in Kontakt bleibst. Das ist wie dein Kind, was du eigentlich mal täglich mal anschauen solltest, was es macht. Was es will, was es braucht, und genau, so würde ich das halt sehen. Rainbrain fragt, bezüglich den Sachen bewegen Klaus Rahn, Benedikt Maurer, das Funz wirklich Psychokinese, etc. Wie gesagt, kann sich jeder mit beschäftigen, wenn er Bock hat, wenn er es interessant findet. Ich denke mir halt, für mich immer, es ist immer so Ablenkung, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen, weil Gegenfrage, was ist dein Mehrwert daraus? Also Psychokinese klingt für mich jetzt so auch wieder so ungeerdet und so, und keine Ahnung. Bleib lieber bei deiner inneren Kindarbeit und bei deiner Entwicklung, bei deiner Direktheit zu dir, anstatt dich im Außen mit irgendwelchen Sachen zu beschäftigen, die dich ablenken.
würde ich jetzt sagen. Kannst natürlich machen, was du möchtest, aber wie gesagt, man kann sich auch in solchen Sachen sehr stark verlieren, weil man nur mit Menschen zu tun hat, die so denken. Und das kann in Anführungsstrichen wahnhaften Charakter entwickeln, ne? Dass man so eine wahnhafte Richtung, also das ist einfach nur als Warnung so, dass man, dass solche wahnhaften Gedanken dann auch, also man füttert seinen Kopf und sein Bewusstsein damit wahnhaften Sachen, das kann auch gut Ablenkung sein. Also einfach nur als Ausrufezeichen. Jut, habt ihr noch irgendwelche Fragen? Jetzt Kaffee hier. Hallo Rafa, was würdest du Leuten raten, die eine artifizielle Belastung in sich haben? Fragt Robel. Ich weiß nicht, was du mit artifizielle Belastung meinst. Mach das mal ein bisschen einfacher. Also, schreib das mal, was du damit meinst. Joko fragt, wie hältst du die Elternanteile aus der Kommunikation mit dem innersten Kind raus? Also, ich sag auch mal, wie passt an der Meditation? Also, du bist ja der Erwachsene, ne? Und wenn du wie passt an der Meditation machst, dann entfernst du dich sozusagen. Also erlebst du die Lücke zwischen dir und deinem innersten Kind viel größer. Das heißt, du konzentrierst darauf, wie der Atemflügel deine Nase streichelt. Genau, wie der Atem deine Nasenflügel streichelt. Und dadurch kannst du dann mehr Distanz aufbauen und dadurch geht es dann auf jeden Fall besser. Also das würde ich dir empfehlen. Und einfach jeden Tag innere Kindarbeit machen, dann irgendwann bemerkt ihr ja. Also ihr könnt euch einfach auf den Bauch konzentrieren, auf euren Solarplexus, dann merkt ihr direkt, dass euer innerstes Kind spricht, weil diese Stimme so aus dem Bauch herauskommt. Vicky, kannst du noch mal darauf eingehen, was es bedeutet, wenn jemand einen Vorwurf macht? Kannst du noch mal darauf eingehen, was es bedeutet, wenn jemand einen Vorwurf macht? Ja, also wichtig ist, wenn Leute so anfangen, euch so Schuld G1, also das nennt man in der Psychologie, glaube ich, projektive Identifikation. Das ist so, dass Leute dann oder gegenübertragen, Leute dann so probieren, euch so Schuld einzupflanzen oder so Schuldgefühle zu geben. Und euch schuldig zu machen, dass ihr dann deren Willen erfüllt. Das machen zum Beispiel ganz oft Narzissten. Also wenn du zum Beispiel eine Sache machst, einer lässt dich diese Sache nicht machen, sondern probiert dich so zu manipulieren, so umzudrehen, dir Schuld einzureden, zu sagen, du bist ja was schuldig, du musst es jetzt so machen, dann würde ich immer Abstand nehmen, weil das ist dann meistens immer so stark narzisstisches Verhalten. Weil wenn das in Liebe wäre, wird der Mensch dich einfach machen lassen. Also wenn dieser Mensch auch bei sich wäre, dann wird er einfach machen lassen. Ja. Robel sagt, artifizielle Belastung soll Münchhausen-Syndrom sein. Ich kenne jedenfalls Leute. Ja, habe ich echt keine Ahnung. Münchhausen-Syndrom ist, glaube ich, das hatte ich mal im Studium gehabt, wenn die Mutter das Kind extra krank macht, damit sie Aufmerksamkeit bekommt oder irgendwie so. Aber muss ich echt sagen, habe ich echt so keine Ahnung, was das ist, müsste ich mich gleich selber mit beschäftigen. Und am besten, wie gesagt, innere Kindarbeit machen. Und das reicht eigentlich. Weil letztendlich sind diese ganzen Diagnosen nur Beschreibungen für eine Symptomsammlung. Und darunter steckt eigentlich, also meines Erachtens, immer eine Kindheitsverletzung. Egal, was ihr für psychische Störung habt. Das ist nur der Baum und die Wurzel ist eine Kindheitsverletzung. Gut, ja, wir sind wieder 26, 27 Leute hier, voll gut. Voll gut, ey. Robbie sagt, jupp, ich denke auch nicht in Schubladen. Ja, das ist gut. Das ist gut, ey. Na, warte mal, guck ich mal, was jetzt hier nochmal für Sachen kommen. Ich guck mal hier, was man hier noch für Sachen machen kann. Gerade hier gibt es hier noch so Sachen. Seifenblasen, nochmal Seifenblasen. Oh, was haben wir noch hier? ja, das Video lade ich online. Das lade ich hoch. Wie gesagt, heute bin ich ein bisschen sehr bisschen neben mir. Aber kein Ding. Bisschen müde auf jeden Fall. Nee, Joko war Grippe. Nee, einfach nur müde. Und bei mir ist gerade viel los mit Klausuren und so, deswegen. Frieda Fliege, wie denkst du übers Kiffen? Ja, ich würde sagen, lasst Drogen weg.
Also, wenn ihr innere Kindarbeit macht, sowieso, aber grundsätzlich auch, weil Drogen eigentlich nur Kindheitsverletzungen deckeln. Also, ihr füttert euer Ego damit, dass ihr diese Kindheitsverletzungen nicht spüren müsst. Deswegen weglassen. Wie gesagt, jeder kann machen, was er will, aber ich würde es weglassen. Ja, also. Kerstin, zum Thema Scham von vorher, zum Thema Mobbing. Mir fällt es voll schwer, ein gemeines Verhalten von anderen auszusprechen. Ja, die Sache ist, das, was du anderen vorwirfst, musst du dir vorwerfen. Wenn du sagst, die anderen sind gemein zu dir, dann bist du erstmal gemein zu dir. Und da ist es dann wichtig zu gucken, dass du vielleicht erstmal dieses Abgrenzen hast. Also, was du mal machen kannst, ist einfach mal die Stimme ein bisschen laut erheben, sagen, jetzt hört auf, also mal so ein bisschen lauter werden. Das kannst du machen zum Thema Abgrenzen oder einfach gehen. Einfach umdrehen und gehen. Nicht in der Situation stehen bleiben, sondern sagen, das ist mir gerade zu blöd, und dann gehst du einfach und ignorierst das. Und dann halt zu Hause die innere Kindarbeit machen, um so reinzugucken, wow, was war hier gerade los? Ne? Fragen, Gesetze, Anziehung, warum habe ich sowas angezogen, und dann gucken. Zu mit der Fliege, ich sehe es auch so, aber es scheint Mode zu sein. Ja, kann ja alles Mode sein, aber die Sache ist immer so, hast du Bock darauf, willst du es machen oder nicht machen? Ich würde es nicht machen, wie gesagt. Aber hier wird jeder, wie er will und kann. Also. Vor allem, wenn du innere Kindarbeit machst, wie gesagt, da brauchst du einen klaren Kopf. Oder würde ich auch so wie jedem empfehlen, auf Zigaretten, Alkohol und sowas zu verzichten. Und, weil ihr einfach dann eure Emotionen auch so ein bisschen dadurch runterdrücken. Ne? Und wenn ihr klar seid mit eurem Kopf und eurem Verstand, dann könnt ihr auch erst klar in Emotionen reingeben, die erkennen. Ein Muster erkennen, ne? Das ist wie eine Fensterscheibe. Und wenn die Fensterscheibe verschwommen ist, dann seht ihr natürlich nicht klar. Joko sagt, Schuld ist auch ein Thema des inneren Kindes. Ich denke, wenn da viel Schuld ist, spricht man drauf an. Ja, genau, also. Schuld ist auch ein Thema. Also Schuld ist erstmal, der Unterschied zwischen Schuld und Scham ist, Schuld heißt, ich tue was Falsches, Scham ist, ich bin falsch. Und mal zu gucken, genau, das einfach mal anschauen. Und dann ist ein Kind fragen, hey, was brauchst du jetzt? Und dann zu sagen, hey, du bist richtig so, wie du bist, ich liebe dich so, wie du bist. Du kannst nichts Falsches tun, weil du auch nur lernst, du bist auch nur ein Mensch, der lernt, wie jeder andere auch, und letztendlich gibt es sowas wie Schuld nicht, weil du handelst immer so gut, wie du kannst. Warum sollst du schlechter handeln? Robbie fragt, was rätst du Leuten, die eine dissoziale Persönlichkeitsstörung haben, oder Anteile zumindest? Ich kenne jemanden, der kann sich sehr schwer an Ordnung und Gesetze von außen halten, auf ihn wirkt das sehr quälend. Ja, da würde ich sagen, innerstes Kind hat anscheinend da Probleme, also... Persönlichkeitsstörungen sind meines Erachtens immer so ein bisschen sehr, wie soll man sagen, also wenn man sich zum Beispiel narzisstische Persönlichkeitsstörungen anguckt, ist halt meistens keine Krankheitseinsicht da, und das ist immer wichtig. Und wenn man so Gesetze von außen nicht einhalten kann und das quälend wirkt, dann hast du auf jeden Fall so ein Autonomieproblem in der Kindheit, also hat die Person dann ein Autonomieproblem in der Kindheit erlebt, also sowas wie, ich darf nicht frei sein und Gesetze und Regeln, so dieses, ich bin nicht richtig, ich darf nicht mich zeigen, wie ich bin, und einfach mal innere Kindarbeit machen und sagen, hey, du kannst jetzt zeigen, wie ich bin, und dem innersten Kind jeden Tag eine Sache erlauben und das mit dem Kind machen, zum Beispiel in den Zoo gehen oder so weiter. Dark Knight sagt, Christian Bischoff hat heute ein klasse Video gemacht, kann ich jedem nur empfehlen. Thema Ego-Problem der Welt und die Lösung im Bewusstsein der Spiritualität. Ja, auf jeden Fall Christian Bischoff anschauen, der ist super. Gibt es ganz viele andere Leute, Christian Hemschemeyer, Orlando Owen, Teal Swan, da gibt es die Leute von Erschaffe dich neu, die sind Audience Youth, die machen auch so Persönlichkeitsentwicklungssachen, also guckt euch mal alles mal an. Polly Herz sagt, stimmt, habe ich gesehen, das weiß ich jetzt, achso, auf das Video bezogen. Von dem Herr Bischof. Ja. Genau, also wie gesagt, einfach weitermachen. Joko sagt, mein inneres Kind hat auch Angst vor allem Negativen, also als wenn es sofort
anhaftet. Ja, da ist halt so die Sache, Hilflosigkeitsgefühle, Angst ausgeliefert zu sein. Kannst du mal gucken, ob das irgendwie so anstößt. Und im Innersten Kind sagen, hey, du bist bei mir sicher, ich kümmere mich um dich. Und dann vielleicht mal ins Gefühl reingehen, das mal ausheulen, ausschreien, die Angst. Und dann nach und nach dem innersten Kind dann die Sicherheit geben. Ich bin für dich da, ich kümmere mich um dich, du bist bei mir sicher. Du brauchst keine Angst zu haben. Genau, sowas halt. Genau. Ja, Joko macht Daumen hoch. Daumen hoch zurück. Einfach mal machen und dann läuft das schon. Ja, würde ich sagen, machen wir mal die letzten 2 bis 3 Fragen hier. Robel sagt, war wie gesagt neulich auch ein Top-Interview mit dem Charisma-Leuten. Ja, Andy Friday ist wirklich ein cooler Typ. Also checkt auch mal die Authentic Charisma-Leute ab auf YouTube. Die machen so eher so ein bisschen Richtung Persönlichkeitsentwicklung, aber auch super tolle Videos, so, die ihr inspirieren können. Kiel Entertainment sagt, melden sich Ex-Partner wirklich wieder, wenn man Bänder getrennt hat? Die Frage ist eher gesagt, warum fragst du dich das? Weil wahrscheinlich, weil du hoffst, wenn du dieses Bänder trennst, dass sich der andere meldet. Ich kann nur sagen, ich glaube da irgendwie auch so dran, dass man immer so eine energetische Verbindung hat durch Gedanken und Gefühle zum anderen. Und wenn du das halt abtrennst, dann spürt der andere das, dass du dich gerade so irgendwie entfernst, ne? Also gefühlsmäßig. Und dann probieren die Leute natürlich wieder Kontakt aufzunehmen, weil du natürlich eine Energiequelle warst und mehr und einen Mehrwert geboten hast für diesen Menschen. Aber das ist eigentlich bist du nun sozusagen wie so eine Quelle, wie so eine Tankstelle. Und das geht dann meistens gar nicht um dich, weil wenn ein Mensch dich wirklich liebt, der wird halt bleiben, der wird an sich arbeiten und das ist genau. Robert sagt, das ist als Lob gemeint. Ja, habe ich auch so aufgefasst, beziehungsweise finde ich auch gut, dass die Authentik, also wer Authentik kannst du mal an die Friday abchecken. Das sind gute Sachen, gute Leute. So, genau, habt ihr noch 1, 2 Fragen? Könnt ihr die gerne heute nochmal stellen? Wie gesagt, heute voll in Sonntagsstimmung hier. Ich gehe auf jeden Fall gleich nochmal eine Runde spazieren. Ich weiß nicht, wie ihr, ob ihr auch so gutes Wetter habt, aber wenn ihr auch so Sonne habt und so Frühlingsgefühle, dann nutzt auf jeden Fall mal das Wetter aus. Ja, falls uns keine Frage mehr kommt. Dann, wünsche ich euch einen schönen Sonntag und vielen Dank, dass ihr jetzt nochmal alle so da wart. Wie gesagt, 30 Leute wieder, 28 Leute, Hammer. Das macht mal richtig Spaß, wenn so viele da sind. Und nochmal jetzt erstmal, wie gesagt, waren jetzt erstmal keine Themen mehr so da, weil ich jetzt erstmal mich nur mit einer Klausur beschäftige und da erstmal wenig Input so reinkommt. Aber checkt auf jeden Fall mal die Facebook-Gruppe ab, die ich euch unten verlinken werde. Dort gibt es immer neue Videos von anderen Leuten, die da was reinposten. Dann checkt andere YouTube-Kanäle ab, liest jeden Tag. Und genau. Kerstin sagt immer danke auf jeden Fall für deine Prüfung, danke. Und Robel fragt, machen dich viele Fragen so müde? Nee, das nicht, sondern eher halt, wenn ich halt viel gelernt habe und man dann so im Lernloch ist, dann ist da so ein bisschen Matsche. Vor allen Dingen ist auch noch Sonntag, irgendwie bin ich gerade echt heute so in so einem Chill-Modus. Und ja, dann vielen Dank, dass ihr alle da wart. Nutzt den Tag, nutzt die Sonne. Macht mal was für eure Entwicklung, immer ein bisschen innere Kindarbeit machen. Vielleicht geht ihr da mit eurem Kleinen in den Park oder so, oder Entenfüttern. Ich glaube, das werde ich jetzt machen. Und dann bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video. Macht's gut, ciao.